Meine sehr verehrten Damen und Herren, hohe Impfquoten in Hövelhof, Zahlen, die eigentlich sehr, sehr positiv stimmten. Nun geht es aber auch bei uns wieder leicht nach oben. 18 Fälle aktuell. Herr Dr. Georg Schneider, herzlich willkommen bei uns im Rathaus. Was sind das für Fälle, diese 18 zurzeit? Ja, wir haben im Kreis Paderborn keine Clusterbildung, in Hövelhof auch nicht. Das sind Reiserückkehrer, die nachher Veranstaltungen besucht haben, wo man auch privat gefeiert hat. Das ist in der Regel eine Altersgruppe zwischen 18 und 58. Die Hochbetagten, die Alten und die Altenheime sind frei. Impfungen, haben die denn nicht geholfen in diesen Fällen? Sind in der Regel ungeimpfte Patienten. Das sind Patienten, die in den Urlaub gefahren sind. Wir hatten das ja schon mal kritisiert mit den ganzen Lockerungen vor den Sommerferien. Das wird noch ein bisschen hochgehen. Das wird 14 Tage bis nach den Sommerferien auch noch so sein. Da muss man weiter gucken, wie die Lage sich entwickelt. Heute sind die Schulen wieder an den Start gegangen und gerade die Schülerinnen und Schüler sind ja zum großen Teil derzeit noch nicht geimpft. In der Altersgruppe 12 bis 16 wurde es ja auch bislang nicht empfohlen. Jetzt hat die STIKO aber neue Empfehlungen herausgegeben. Was heißt das für uns? Ja, die STIKO hat am Montag Empfehlungen rausgegeben, dass die Gruppe der 12- bis 16-Jährigen geimpft werden soll. Der offizielle Empfehlungstext, wo man das begründet, liegt noch nicht vor. Man könnte ja den Eindruck haben, dass sowohl der Bundesgesundheitsminister als auch die Ministerpräsidenten Einfluss genommen haben auf die STIKO und gesagt haben, es muss aber, jetzt mach mal. Die STIKO hat sich meines Erachtens nicht beirren lassen. Sie hat Daten von über 10 Millionen Kindern und Jugendlichen von 12 bis 16 in Amerika ausgewertet und ist dazu dem Schluss gekommen, dass der Nutzen einer Impfung dem Risiko einer Impfung deutlich überlegen ist. Und deswegen wird im Empfehlungstext das so auch kommen. Es darf jetzt mit mRNA-Impfstoffen, in Deutschland ist ja BioNTech zugelassen, bei der EMA ist ja BioNTech und Moderna zugelassen, darf jetzt geimpft werden mit mRNA-Impfstoffen von 12 bis 16. So wollen auch wir Angebote jetzt in Hövelhof bieten, damit die Schülerinnen und Schüler möglichst schnell auch die Möglichkeiten bekommen, von Ihnen, Ihrem Team oder anderen Ärzten geimpft zu werden. Was haben wir vor? Ja, wir starten jetzt schon nächste Woche Mittwoch am 25. Wir haben das mit den Schulen, Kreubach-Schule und Franz-Stock-Realschule abgesprochen. Wir bieten während der Unterrichtszeit für 12- bis 18-Jährige, je nachdem wer auf der Schule ist, bieten wir Impfungen in der Aula oder in den Technikräumen der Schulen an. Wir wollen alle erreichen, die noch nicht geimpft sind. Wir haben in der Gruppe der unter 18-Jährigen in Deutschland schon 30% Impfquote erreicht. Ansonsten haben wir eine Impfquote von 60% Zweitimpfung schon und 65% Erstimpfung im Kreis Paderborn. Wir gehen in die Gruppe noch rein. Ich würde da keinen Druck machen. Ich mache da auch keinen Druck. Es geht vor allen Dingen um die unter 18-Jährigen Richtung 17, 16, 15, 14. Alles andere muss man mit den Eltern besprechen. Da müssen Aufklärungsgespräche stattfinden. Auch die bieten wir gemeinsam in der Schule an. Aber eben auch noch an einem zusätzlichen Termin. Am Samstag drauf im Schlossgarten machen wir noch mal einmal Impfen ohne Termin von 10 bis 13 Uhr. Auch das jetzt in der Gruppe der ab 12-Jährigen. Das wäre auch sehr, sehr positiv für diejenigen, die nicht eine Hövelhofer Schule besuchen, dass sie dann den Weg direkt in die Kulturscheune dort finden. Herr Dr. Georg Schneider, wir haben noch etwas Neues auf den Weg gebracht, und zwar Raumlüfter. Wir haben häufiger darüber gesprochen, auch hier in dieser Gesprächsrunde. Der Bund hat entsprechende Förderprogramme auf den Weg gebracht. Wir haben sie geprüft. Sie kommen allerdings für uns nicht in Frage, denn sie zielen nur auf die Räume, die keinerlei Belüftungsmöglichkeiten oder nur eingeschränkte Belüftungsmöglichkeiten haben. Bei uns sind alle Räumlichkeiten mit offenbaren Fenstern versehen, sodass wir nicht in Frage kommen. Trotzdem haben wir uns ein wenig umgeschaut. Wir waren in Hövelhof bei einer Firma, die heißt Carla Medical, und die bringen dieses Gerät heraus, AirMatrix, ein neuer Raumluftreiniger made in Hövelhof. Beteiligt ist zum Beispiel die Firma LST, die bauen die Gehäuse. Beteiligt ist die Firma Hunke Oberflächentechnik, die machen dort die entsprechende äußerliche Gestaltung, und auch die Firma Laufer sorgt für die Verpackung, ebenfalls ein Hövelhofer Unternehmen. Ja, wir sehen hier das Gerät AirMatrix von der Firma Carla Medical aus Hövelhof, bekannt vielleicht durch Lounge-Konzept. Eine sehr, sehr robuste Bauweise. LST aus Hövelhof hat dafür gesorgt. Die Oberfläche wurde von Oberflächentechnik Hunke versiegelt. Hier ein Feinpartikelfilter vorneweg, daneben ein HEPA 13 Filter, made in Germany. Das ist nicht selbstverständlich, die meisten Geräte haben entsprechende Komponenten aus China eingebaut. Etwa 99,5% aller Keime werden hier bereits herausgefiltert. Eine UVC-Lampe sorgt dafür, dass weitere Partikel herausgefiltert werden. Allerdings sind diese Geräte für die Schulen und Kindergärten nicht zugelassen, sodass wir dafür entsprechend diese Komponente haben ausbauen lassen. Und als drittes ein elektrisches
Hochspannungsschutzschild. Das ist sogar patentiert worden von der Firma, womit dann nochmal die Gene der letzten Keime und Viren abgetötet werden. An der Stelle insgesamt 99,98% werden herausgefiltert aus der Luft. Natürlich hat das Gerät auch eine entsprechende Geräuschentwicklung, die man aber minimieren kann während des Unterrichtes. Und nach dem Unterricht stellt man das Ganze wieder auf Vollpower, sodass dann nochmal neben der Belüftung durch die Fenster entsprechende Luftwäsche stattfindet. Wir können uns vorstellen, dass diese Geräte entsprechend auch über Hövelower Firmen beschafft werden, die vielleicht eine Klasse oder einen Kindergarten damit ausstatten möchten. Die können dann entsprechend auch hier an dieser Stelle ihr Emblem der Firma dann aufbringen lassen, sodass auch nach außen dokumentieren, wir stehen für die Sicherheit unserer Kinder und Jugendlichen in Hövelhof. Und wir würden uns freuen, da vielleicht ein Modell entwickeln zu können, was typisch für Hövelhof ist, wo wir gemeinsam mit einem Hövelhofer Produkt etwas Positives für uns bewirken. Wir haben eines dieser Geräte jetzt schon mal beschafft als Modell für die Mühlenschule. Wir testen das mal für ein paar Tage, um zu schauen, wie laut sind die im Unterricht, stört es den Unterricht in irgendeiner Art und Weise. Und wir wollen Sie, Herrn Dr. Schneider, gerne noch mal dazu befragen, was halten Sie von diesen Geräten? Wir haben schon mal gesagt, Lüften ist das eine, aber hier könnte noch mal ein Zusatzeffekt entstehen. Ja, genau. Also es geht um einen Zusatzeffekt. Wir haben ja ab kommenden Freitag auch die neue Corona-Schutzverordnung in NRW. Es geht vor allen Dingen darum, dass nochmal klargestellt wird, die AHA-Regeln, Atemhygiene, Husten, Abstand halten und L, Lüften, 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 ist das A und O. Überall da, wo zusätzlich on top was gemacht werden kann, liegen wir mit diesen Geräten gut. Insbesondere schaffen diese Geräte ja 600 Kubikmeter bei höchster Leistung an Raumluft zu reinigen pro Stunde. Das sind natürlich Sachen, die man gerade in den Pausen einsetzen muss, die man auf Hochtouren laufen muss. Es entsteht doch ein kleiner Geräuschpegel, sobald die Klassenräume nicht belegt sind und während des Unterrichts in zusätzlicher, niedriger Stufe fahren kann, aber eben immer zusätzlich, das ist eine wirklich gute Sache. Wir wollen es auch auf verschiedenen Festivitäten in Hövelhof ausprobieren und noch einsetzen. Das ist gut, aber wir dürfen nie unsere Basismaßnahmen, die werden immer, immer wichtiger sein, in allen Gruppen der Geimpften, der Genesenen und auch der Getesteten vernachlässigen. Ja, Herr Dr. Schneider, Sie sprachen gerade auch die neue Corona-Schutzverordnung an. Ich habe sie hier auch liegen, vom 17. August gestern herausgekommen. Früher waren das über 20 Seiten, sie ist viel, viel kleiner geworden. Aber der Inhalt ist trotzdem für uns optimistisch stimmend, finde ich. Ja, wir haben jetzt noch 8 DIN A4 Seiten. Es geht vor allen Dingen darum, dass man beschreibt, was darf die Gruppe der 3G-Patienten, das heißt die Geimpften, die Genesenen und die Getesteten, wo sind eventuell PCR-Tests erforderlich, beispielsweise wenn die Inzidenzen steigt. Wir haben nur noch einen Inzidenzwert, das ist der Inzidenzwert ab Stufe 1. Das wird so bleiben, geht man runter, ist man Stufe 0. Alles andere ist da jetzt kurz und prägnant geregelt. Es gibt wesentlich mehr Freiheiten. Die Freiheiten werden immer mehr werden, je mehr Menschen geimpft werden. Wir müssen in Innenräumen weiterhin Maske tragen, wir müssen im Personennahverkehr weiterhin Masken tragen, also medizinische Masken. Das gleiche gilt in Arztpraxen. Wir müssen bei Veranstaltungen von über 2500 Menschen im Freien, in Warteschlangen auch Masken tragen. Auf Tanzveranstaltungen brauche ich einen PCR-Test. Ansonsten gilt das Ganze wie immer für Kinder bis zum Schuleintritt. Die sind ausgenommen, die gelten als genesen, geimpft oder getestet. Da muss nichts geschehen. Ab Schuleintritt muss ich getestet sein, sofern ich nicht geimpft oder genesen bin. Nun kommen wir schon zur Drittimpfung. Die ältere Generation, die Anfang des Jahres bereits geimpft worden wurde, ist jetzt schon dran, die nächste Spritze entgegenzunehmen. Wann wird es soweit sein? Ja, im Kreis Paderborn ist ja am 28.12. mit den Impfungen in den Altenheimen und Pflegeeinrichtungen begonnen worden. Wir in Hövelhof sind ja am 2. Januar gestartet. Ab Anfang September werden jetzt Termine vereinbart und es wird die Bevölkerung über 80, die Hausbesuchspatienten über 80, die ganze Gruppe der Kurzzeitpflege, Tagespflege und Wohneinheiten durchgeimpft werden mit der dritten Impfung, auch wieder ein mRNA-Impfstoff, BioNTech oder Moderna, je nachdem, was wir bekommen. Und danach wird es dann wieder sukzessive runtergehen in die anderen Altersklassen. Das soll dann in den Praxen geschehen, beziehungsweise parallel zu den Grippeimpfungen, wobei man da einen Abstand von 14 Tagen wieder braucht, Grippeimpfung, Corona-Impfung. Wir sind ja erst in den Praxen angefangen Mitte April, das heißt, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Am 30.09. werden die Impfzentren geschlossen. Muss ich jetzt schon einen Termin bei Ihnen vereinbaren, damit ich meine Drittimpfung irgendwann bekommen kann?
Nein, Termine muss man nicht vereinbaren. Die Impfzentren werden geschlossen, werden aber als Einrichtungen der mobilen Unterstützung weiterarbeiten, werden auch in Heimen weiterimpfen, werden auch Anlaufstellen sein für Probleme, wo nicht geimpft werden kann. Es sollen niederschwellige Impfangebote weitergemacht werden. Das sehen wir jetzt auch auf der Seite des Kreises Paderborn. Es stehen so viele niederschwellige Impfangebote jetzt an den Schulen, an Einkaufszentren bei McDonald's oder an den Berufsschulen auf dem Programm. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und die Impfzentren werden zumachen. Termine braucht keiner buchen. Das wird nach und nach sukzessive irgendwann soweit weitergehen. Sie waren Vorreiter bei uns. Ein herzliches Dankeschön nochmal für Ihre Impfaktion bei uns auch im Schützen- und Bürgerhaus. Und die sorgen auch dafür, dass wir in Höfloff jetzt gut in den Herbst gehen können. Die ersten Festivitäten stehen jetzt an. Das Erntedankfest, das Jubiläum der Feuerwehr und das Hövelmarktfest in irgendeiner Art und Weise werden wir uns bei nächster Gelegenheit wieder sehen. Herzliches Dankeschön für die heutigen Informationen.